Wer seine Motorradfahrten mit einer GoPro Hero filmt, dürfte das kennen. Das wasserdichte Gehäuse bietet einen ausgezeichneten Schutz. Aber den Ton kann man vergessen. Eine Möglichkeit ist es, den Ton separat aufzunehmen. Und zwar dort, wo er entsteht, am Auspuff. Der Haken an der Sache: während der Fahrt lässt sich die Aufnahme nicht starten oder stoppen. Auf Reisen kann es nervig sein, dafür jedes Mal anhalten und absteigen zu müssen. Also habe ich nach einer Lösung gesucht, ein Mikrofon direkt an die Kamera anzuschließen. Die Befestigung erfolgt wieder möglichst nahe am Auspuff, an einer windgeschützten Stelle. Der Anschluss erfolgt mittels GoPro-Adapter direkt an der Kamera, die mit einem offenen Halterahmen montiert ist. Das Objektiv trägt ein Schutzglas. Die Steckverbinder verschwinden unter der Sitzbank. Und so hört sich das an. Nach etwas Bearbeitung am Computer klingt es dann so. Das Kabel darf natürlich nicht über die Abstützpunkte der Sitzbank verlegt werden, sonst wird es gequetscht. Das Kabel ist absichtlich lose verlegt, um es einfach entfernen zu können. Die Fixierung erfolgt mit Klettkabelbindern. Es verschwindet unter Tankrucksack und Sitzbank. Der praktische Haltebügel am XLR-Sticker wird zur Fixierung benutzt. Natürlich ist diese Lösung nicht wasserdicht und sollte im Regen entfernt werden. Dann lässt sich das Mikro unter der Sitzbank verstauen. Selbst dort kann es zum Aufnehmen benutzt werden. Das klingt dann so. Was benötigst du alles, um das nachzubauen? Erstens ein kompaktes dynamisches Mikrofon und einen passenden Windschutz. Das hier ist ein Shure SM11. Im Gegensatz zu anderen Krawattenmikrofonen kommt dieses hier ohne Stromversorgung aus und ist unempfindlich gegen Vibrationen. Zweitens ein Anschlusskabel XLR auf Stereoklinke 3,5 mm. Achte auf die Anschlussbelegung. Spitze und Ring müssen überbrückt sein. Nur so bekommst du den Ton auf beide Stereokanäle der Kamera. Drittens, einen GoPro-Adapter von Klinke auf USB. Bitte verwende den Original-GoPro-Adapter. Was wie ein herkömmlicher USB-Stecker aussieht, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Kombistecker mit ganz vielen Kontakten. Billige Nachbauten aus Fernost funktionieren in der Regel nicht. Viertens, Halterahmen und Objektivschutz. Stattdessen geht natürlich auch ein Skeleton-Gehäuse mit seitlichen Öffnungen für die Anschlüsse.